Und damit willkommen zum Versuch 3 und höchstwahrscheinlich auch dem letzten Versuch, weil jetzt habe ich die Schnauze voll, es irgendwie schön zu machen. Jetzt machen wir es wirklich effizient. Jetzt drücken wir voll drauf. Das heißt, das Vorratslager kommt so weit hier runter wie möglich. Grundspeicher hier rüber. Holzfäller. Leute kommen auf die Burg. 3, hier erstmal die wichtigsten. Hier können wir aber auch ein, zwei Stück hinmachen. Häuser, die können wir wieder da unten hin pflanzen. Die passen ja ganz gut dahin. Das passt da nicht hin, my lord. Das passt da nicht hin, my lord. So. Obstgärten, machen wir die ersten paar hierher. Das passt da nicht hin, my lord. Klammern wir einfach mal aus, dass das hier ein Burgenbauspiel ist. Und behandeln es als BWL-Wirtschaftssimulationsspiel. Mit kriegerischen Anleihen. Aber gut, das gehört ja zum Kapitalismus dazu. Soll heißen, ich mache die Mauer tatsächlich so. Ein Torhaus braucht man so schnell noch gar nicht, finde ich. Sowas für Mädchen. Ich könnte natürlich auch so zumachen, aber ganz ehrlich, ich erweitere, glaube ich, nur diese Mauer nach oben. Mach hier dicht. So. Was sagst du jetzt, hä? So, solange die Bäume da sind, mache ich jetzt nicht mal sehr viel mehr. Dann mache ich hier noch eine Treppe her. Dann hier die Kasernen. So rüber am besten. Ja, den Steinbruch können wir jetzt auch endlich mal platzieren. Und er bleibt auch stehen im Idealfall. Das ist das Allerschönste. Ah, die Käsereien, stimmt. Quäse. So, hier ist eigentlich schon mal soweit dicht. Wir können natürlich hergehen und jetzt dann bald mal... Ich glaube, wir können mal echt ein bisschen Holz holen vorerst. So, lassen wir es erstmal bei 2. Eisenminen können wir später dazu holen. Erstmal bräuchte ich hier auch mal das Stein für die Waffenkammer. Die Waffenkammer haue ich in etwa daher. Dann kriegt man eine Menge Waffenproduktion zwischen reingeschoben. Damit können wir das dann auch gleich schon mal effektiv anfangen. Zweimal für Bogenschützen. 30 Stück können wir schon mal bauen, gleich zu Beginn. Euer Zeichen, Sire. Bogenschützen, bereit machen. Eigentlich könnten wir echt so trollen und hier jetzt einen Turm hinstellen. Die größte Burg, Herr Sire. Ganz ehrlich, mittlerweile habe ich echt kein Gewissen mehr. Das wurde mir in den letzten zwei Folgen weggebombt. Bis zum letzten. Das Gewissen. Das braucht jetzt erstmal ein bisschen, um sich zu erholen. Müsst ihr mich entschuldigen. Das wurde von Riesen weggeprügelt. Aufs Übelste. Das war schon Fatality-like. So, läuft, läuft, läuft. Wir können hier mal hochstellen und können hier machen. Wir haben ja gemerkt, dass das ganz gut läuft. Die Hühnerfarmen können wir jetzt auch noch bauen. Ah, eigentlich so nah ran ist fast schon doof, aber es klappt noch. Ich möchte noch Getreidefarmen haben. So. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubauen. Bogenschützen verteilt sich mal ein bisschen. Jetzt kommt die Verstärkung, jetzt kommt die hier auch noch. Hier müssen wir ja auch noch zumachen. Türme werden wir natürlich auch noch platzieren und die Mauern werde ich auch noch dicker machen. Das ist einfach besser, weil es kann sehr schnell ins Auge gehen. Das ist wie mit dem Masturbieren, ihr wisst ja, deswegen macht es ja blind. Das Getreide mache ich erst später. Das haut erstmal noch so hin. Erstmal gucken, dass die Produktion noch weiter angekurbelt wird.
Ach Mensch, jetzt habe ich ja hier die Hühnerfarm hingestellt. Da wollte ich ja eigentlich meine Waffenproduktion haben. Die muss ich nochmal umstellen. Das passt da nicht hin, my lord. Okay. Ihr beeilt euch mal wieder ein bisschen. Rauf auf die Welle! Jetzt ist die Frage, von wo kommt der Gegner dann eigentlich? Wenn wir alles zu haben. An sich erstmal gucken. Hier brauchen wir an sich nichts, weil hier ist ja Hang. So, zu. Tür zu, Affe tot. Ja. So, ihr kommt auch mit hoch, einfach um die Leitern rumzustoßen, wenn da welche sind. Und dann brauchen wir natürlich noch mehr Bogenschützen. Oben wollen wir auch noch besetzen. So, kein Bock mehr. Ihr Arschgesichter. Tür vor der Nase zugehauen. So einfach ist das. Jetzt mache ich hier den Limes. Rekruten benötigt, Sire. Das bedeutet nicht, dass ich euch mit Limetten beschmeiße. Das ist ein Grenzwall. Wir sind eure Leute. Na, ihr kommt bald wieder zurück. Auf die Welle! Eure treuen Bogenschützen. So, ihr Kackbären könnt ja ebenfalls Mauern angreifen, aber wisst ihr, was ich davon halte? Ihr könnt mich mal. Mein nobler Herr. Habt ihr mich voll aggro gemacht? Unsere Bögen werden singen. Rauf auf die Welle! So. Mühle daher und die Bäckereien rechts daneben. Also falls es Leute gab, die gemeckert haben in den letzten Folgen, dass ich zu ineffizient gespielt habe. Ich hoffe, es gefällt euch so besser. Mir eigentlich nicht. Aber anders kommen wir, glaube ich, nicht vorwärts. Ich möchte nicht in der zweiten Mission hier irgendwie 20 Folgen gerade rumsitzen. Man kann mir nicht vorwerfen, dass ich es nicht versucht hätte. Ich meine, wäre es die letzte Mission, könnte ich es als eine Art Challenge betrachten, aber es war mir irgendwie zu früh, dass wir so derbe auf den Sack bekommen. Mit einer Spielweise von, ich baue mal Burgen. Die nach Burgen ausschauen. So, hier, dann kriegen wir hier nochmal neue Armbrüste und dann würde ich gerne auch noch ein paar Streitkolben produzieren. Ich bin noch überlegen, auf was für Einheiten ich mich eigentlich fixieren will. Will ich auf Streitkolbenkämpfer gehen? Will ich Pikiniere haben? Pikiniere waren in Legends eigentlich immer so lala, wenn ich mich recht erinnere. Also. Oh ja, dann ist ja alles in Ordnung. Ach, Schwertkämpfer, vorlacht! Arthus, wo bist du? Da oben auf dem Wall. Sire, befehligt uns! Entschuldigung, wir haben geschlossen. Ja, Sire? Eine Nachricht von Dietrich. Sieht aus, als seien wir in Schwierigkeiten. Ja, es sieht wirklich so aus. Ihr hättet mich halt nicht pisst machen sollen. Burgküche. Nö. Wir brauchen tatsächlich Bevölkerung. Eine Nachricht von Siegfried. Was für ein hässlicher Riese. Eine Nachricht von Siegfried. Diese Zeiten sind nicht gut für Siegfried, deine Aufmunterungsversuche bringen mich jetzt auch nicht weiter. Waffen kaufen. Ich baue einfach ganz viele Türme hier. Einfach alles zugestellt. Wollte schon sagen, wird das endlich mal alles besetzt hier? Stellt von mir ein Eiffelturm rein, dann geht das mit dem Besetzen vielleicht leichter. Neue Befehle, Sire? Ja, wir können doch schon längst massig Türme bauen. Ja, wir könnten noch diesen Verteidigungsturm machen, aber ich mag die mit den hohen, mit dem hohen Reichweitenvorteil mehr. Unsere Sehnen sind gewachsen. Hier bietet sich's einfach perfekt Eure an. Unsere Soldaten sind Turm. Bereit. Genau wie hier.
Und hier und hier. So, ihr Wichser. Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Gebt uns nur ein Ziel. Euer Zeichensayer? Rauf! Seid ihr bereit, Kinder? Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Mann, der kriegt das nicht aus dem Kopf raus. Also, ich kann mich einfach immer noch an diesen Post erinnern, an diesen Facebook-Post von wegen: Beschreibe ein SpongeBob-Zitat, das dein Sexleben, also nenne ein SpongeBob-Zitat, das dein Sexleben am besten beschreibt. Und da hat einer drunter geschrieben: Seid ihr bereit, Kinder? Das ist einfach so gemein. Das ist einfach so hart. Waffen benötigt, Scheiße. Das ist eigentlich nicht lustig, aber irgendwie ja dann doch schon, wenn man den Humor dafür hat. Wenn man den Humor dafür hat. Rauf auf die Welle! Haut er sich hier wieder durch die Welle durch. Mir egal. Gibt's hier irgendeinen Spaß? Anscheinend nicht. Wir sind eure Leute. So, hier möchte ich dann auch noch Türme aufbauen. Bauen wir hier ein. Und mal von der Ansicht aus. Im Gegner hier kommen, werden sie hier gut abgefangen. Ja, kommen bei jedem. Schon zumindest bei jedem Durchgang ein. Eure treuen Bogenschützen. Bietet sich an. Seht, Firefly, was ihr angerichtet habt. Das habt ihr aus mir gemacht. Einen Grenzcamper. Hat er jetzt echt hier alle Welle kaputt? Ah nee, da waren gar keine. So. Da kommen noch mehr Riesen. Jetzt bräuchten wir echt mal Armbrustschützen. Waffen benötigt, Sire. Geht nicht, Sire. Sire, wir brauchen Sire. Sie kommen von unten. So kommt man doch rüber. Schnell! In Bewegung. Und weiter geht's. Kleine Unterbrechung. Hat ein Riese an der Haustür geklingelt. Erstmal voll die Kopfnuss gegen Schienbein gegeben. Angespuckt und verpiss dich gerufen. Schlechte Zeit, mich zu nerven. Hey, es war einfach nur hier Dingens Paketbote. Und ich habe ihn auch nicht angespuckt. Vielleicht eine Kopfnuss, aber mehr nicht. Waffen benötigt, Sire. Riesen sind einfach nur arschig. Eine Nachricht von Siegfried. Die Pläne sind geschmiedet, Hauptmänner. Holen wir mal ein paar Ritter. Die könnten wir jetzt wirklich gebrauchen. Was bekümmert euch, Sire? Das ist einfach so übel, was die gegen Bogen machen. Unser beider Schicksal ist eines. Und hier kommt nichts, oder? Hier kommt einfach nichts. Eine Nachricht von Siegfried. Lass die Schlacht beginnen. Mein Schwert ist das eure. Dann bauen wir mal eben alles nochmal auf. So, rüber. Dann hier nochmal das Türmchen hin. Und gut wird das alles. Bogenschützen vorbereiten. Jetzt müssen wir uns bloß noch passend auf die Riesen vorbereiten. Dafür brauchen wir mehr Armbrustschützen. Viel mehr. Können wir auch ein bisschen manuell nachkaufen. Das kann auch mal kurz weg. So, dann gucken wir mal, dass das richtig läuft hier. Ansonsten brauchen wir ja nicht unbedingt... Clever. Wie repariere ich eigentlich? Ging das überhaupt? Konnte man Türme reparieren? Ich sehe hier keinen Reparieren-Button und wenn man Türme anklickt, passiert auch nichts. Ja, natürlich kacke, wenn das Ding jetzt einfach so mit der Zeit einstürzt. Dann weiß ich auch, wenn ich mir zuerst vorknöpfe. Mit was komme ich eigentlich zu dir? Ich könnte die Ritter der Tafel runterrufen. Andererseits, ich brauche einfach viele Nahkämpfer. Was hat er? Er hat jede Menge Bogenschützen. Das heißt, Schwertkämpfer wären eine gute Wahl. Dann mach mal Schwertkämpfer. Auf euren Befehl! Hier brauchen wir anscheinend irgendwie... Ich
habe ich so das Gefühl, dass er gar nicht mehr gescheit belagert, wenn wir so abgrenzen. Jetzt fühle ich mich ja schon glatt ein bisschen schlecht. Obwohl, nach den Aktionen letztens hält sich das wirklich sehr in Grenzen. Und außerdem hier ist jetzt A69. Waffen benötigt, Shire. Unsere Sehnen sind gewachst. Schwertkämpfer, vorwärts! Bewegung! Ihr könnt ruhig wieder her. Gebt uns nur ein Ziel. Ja, Sire. So. Schießt mal ein wenig ab. FPS droppen gerade ein bisschen. Bisschen Schwert- und Rüstungsproduktion. Könnte gar nicht mal schaden. Lass mal das alles vorbereiten. Muss ich euch jetzt extra die Tür aufmachen und dann muss ich euch ein Torhaus hinsetzen oder sowas? Ich glaube, ein Torhaus wäre an sich keine schlechte Idee. An beiden Fronten. Hier könnten wir auch eins hinsetzen. Ja, so Hauptweg. Hi. Guten Tag. Auf die Plätze! Los geht's! Ich folge eurem Banner. Treibt die Pferde an! Zack, zack! Sagt nur, was ich tun soll. Los an den Wall! Dafür, dass die andere KI wenig macht, liegt der ziemlich gut los. Wir kämpfen tapfer. Ihr seid der zweitgrößte Burgherr Sire. Lieber Herr Artus, komm mal da runter. Achtung! Was sagt ihr, mein Lord? Jetzt kommen mir die Leiterträger rüber. Ich finde das sowieso lustig. Leiterträger stellt Leiter auf, geht zurück, holt eine neue Leiter, klettert mit der neuen Leiter die alte Leiter hoch und stellt sie woanders von der Leiter oben wieder runter. Also, what? Was sind das für Akrobaten? Werdet ihr uns brauchen? Akrobatik wertvoll hochgepusht. So Oblivion-like. Komm, schießen ab. Der ist doof. Tribok nervt mich auch. Wir müssen jetzt bald mal zurückschießen hier. Für Schwertkämpfer brauchen wir ja Ehre. Aber ansonsten können wir auch Streitkämpfer einsetzen. Dürfen wir nicht vergessen. Können wir auch ein paar produzieren. So. Abgeballert. Und wir können jetzt echt mal die Tafelrunde machen. Uiuiui. Eigentlich können wir da echt Leitern machen, hochklettern, Bogenschützen drauf. Ganz im Ernst. Oder noch besser. Ja, Armbrustschützen, ich weiß nicht. Aber Bogenschützen wird sich anbieten. So, wenigstens jetzt mal hier. Das könnt ihr nicht abgeballert tun, worden. Ihr so, seid hier kommt mein Gebieter, hoch. Marsch! Torhaus wollten wir hier haben. Er hat's bejaht. Geschichte wartet. Marschieren wir? So. Mit was schlägst du dich eigentlich? Ach, mit dem Leiterträger. Immer noch. Wisst ihr was? Wir machen jetzt auch mal ein Belagerungscamp hierher. Und machen dann auch mal einen Tribok. Ich möchte mal wissen, ob ich mit meinem Tribok seinen Tribok abschießen kann. Ihr könnt ruhig mal ein bisschen... Von da oben kannst du ihn auch nicht in Nahkampfreichweite treffen. Geht doch. Vorratslager ist voll, my Lord. Ich glaube, so ein Marktplatz wäre jetzt mittlerweile echt nicht verkehrt. Schaut's eigentlich mit Kornspeicher. Wisst ihr was? Wir machen sogar den hier. Wunderbar. Vorratslager voll, was? Dann würde ich jetzt glatt mal... Ein Markt errichten. Marktplatz war? Ich habe ihn auf jeden Fall gesehen. Ich weiß, dass er existiert. Er kann sich nicht verstecken. Da. Okay. Brauchten wir Kerzen für die Kirche? War die Kirche einfach nur so?
ausprobieren. Wir brauchten Kerzen, alles klar. Wir können ja Kerzenproduktion machen. Wo haben wir denn was? Da. Hi. Na los doch! Ich hasse euch. Blöden Arschgesichter, ihr. Mein nobler Herr. Jetzt geh ich woanders hin. Kein Bock mehr. Eine Nachricht von Siegfried. Gut, dass die Schwertkämpfer das unbeschadet bestanden haben. Ah, es können doch alle umstoßen, wie es aussieht. Zumindest schaffen es die Armbrustschützen auch. Komm, schick mal noch ein paar Ritter dazu. Eine Nachricht von Dietrich. Heute marschieren wir. Morgen kämpfen wir. Übermorgen kratze ich mir den Arsch. Als Folge. Leider Schicksal ist eines. Mein Schwert ist das eure. Sollte jemals die neue YouTube-Richtlinie nach Deutschland kommen, sehe ich schon die Strikes vor mir. Aber ihr habt das Spiel ist schuld, das hat mich aggro gemacht. Nur, was ich tun soll. Eine Nachricht von Dietrich. Lass zum Angriff! Tribok, bitte. Wie können wir dienen? Ich würde gerne diesen Tribok kaputt machen. Ziehen jetzt los! Mal gucken, ob es hinhaut. Kann ich dich dann irgendwie packen? Da. Schieß mal daher. Versuch mal dein Bestes. Das ist voll hier der Erste Weltkrieg mit Artillerie sich gegenseitig bebomben. Das könnt ihr nicht tun, mein Lord. Geht es in die Schlacht? Ich glaube, ich baue euch zum Verteidigungsturm hin. Passen einfach so viele Leute drauf, die den Riesen da niederballern. Unsere Schwerter sind die euren! Waffen benötigt, Sire. Treffe ich denn irgendwie? Selbst wenn nicht, ist es jetzt nicht so schlimm. Ich würde jetzt gerne Merlin bauen. Warum werde ich gestört? Ja, ja, ich gehe. Jetzt ja. Kommt er mit seinen Riesen da lang. Ist das wirklich dein Ernst? Ihr seid mein du Gebieter. Hippie-Kopf. Wir haben die Kontrolle über ein Torhaus verloren, mein Lord. Vorrücken! Alter! Ich brauche ganz schnell Verstärkung. Eine Nachricht von Dietrich. Nehmt Abschied. Waffen benötigt. Mit ganz schnell Verstärkung meine ich auch ganz schnelle Verstärkung. Was ist denn los? Sind bereit. Bewegung. So viel zu dem. Hier greift schon niemand an. Richtig so, Jungs. Zertrümmert ihre Gebäude. Ja, komm. So, drauf. Ich hoffe, das bringt was. Oh ja, da hat gesessen. Neue Befehle, Sire? Alter, willst du mich verarschen? Waffen benötigt, Sire. Wo gibt's Ärger? Wir verschwenden unsere Zeit. Eure Hoheit. Was ist denn hier auf einmal los? Auf euren Befehl! Die Geschichte wartet! Erwarte Befehle! Himmel, Herrgott, und alles mit Leitern. Alles mit Leitern zu. Wir kämpfen tapfer. Jetzt müsste ich langsam mittlerweile genug von den Nahkampfpunkten haben, genau. Was sagt ihr, my Lord? Waffen benötigt zu. Günther! Bewegung, Hundesöhne! Wirf diese Sträuchel hier raus! Meine Fresse, ey. Heilige! Waffen benötigt, Sire. Macht den Streitkolbenkämpfern. Zeigt's ihnen. Einfach nur noch pervers. Schlagen? Wahnsinn. Schwertkämpfer, vorwärts. Oh ja, ist in Ordnung. Meine Fresse. Waffen Schwertkämpfer raus. Fuß. Haut euch. Werdet ihr uns brauchen? Bogenschützen. Aufs Torhaus. Das Vorratslager ist voll, mein Lord. Der Burgherr wird angegriffen.
Was ist denn das überhaupt für ein Schwierigkeitsanstieg von Mission 1 zu 2? Wahrscheinlich muss ich waschen. So schwer ist es, glaube ich, auch gar nicht zu waschen. Hier. Alter, dass das jetzt aber wirklich alles gleichzeitig so kommen muss auf diese Art und Weise. Super, er hat jetzt komplett den Turm da oben eingenommen. Bravo, Sire! Fick dich doch! Fick dich einfach! Ja, ich bräuchte noch ein paar Streitkampfkämpfe. Ich meine, mit massig Rittern bricht man alles in diesem Spiel, auch die Riesen, aber erstmal bauen können und so. Wo ist der Kampf? Unsere Schwerter sind die euren. Irgendwie war meine Produktion auch schon mal effektiver, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir genug? Ich glaube, Käsefarmen sind kaputt gemacht worden. Und Hühnerfarm. Streitkolben bereit. Hühnerfarm, ey, da ist Günther ausgerastet. Da war's aus.